trifft dann alles herrlich ein, was Jesus längst vorher gesagt. Sein Leiden, seine Todespein und auch sein Auferstehen. Ihr Gläubigen, seid unverzagt, was er euch auch verspricht, das wird, das muss in die Erfüllung gehen. Ihr könnt auf Leiden Freude hoffen. Sterbt ihr, zagt nicht, ihr macht auch eure Gräber offen. Ihr führt euch da heraus. Wohin? In seines Vaters Haus.